Was ist eigentlich wichtig bei einer Landingpage und worauf kommt es an? Genau das möchte ich dir heute in diesem Video erklären, aber nicht nur in diesem. Ich mache insgesamt eine fünfteilige Serie draus, in der ich dir Schritt für Schritt erklären möchte, wie man eine Landingpage plant, wie man seine Ziele definiert, ja, wie man auch die Zielgruppe definiert, wie man letztendlich das Konzept und die Wireframes erstellt und wie man am Ende auch das Ganze dann in ein Design und ein Layout umwandelt. Und zwar bin ich da drauf gekommen, weil ich selbst für mich auch eine Landingpage erstellen muss. Und zwar habe ich Anfang des Jahres einen Webdesign-Podcast gestartet und für den möchte ich gerne mehr Zuhörer generieren. Und die perfekte Möglichkeit dafür ist eben eine eigene Landingpage dafür zu gestalten. Und da habe ich mir gedacht, könnte ich diesen Prozess doch dokumentieren, um dir auch so ein bisschen was davon mitzugeben. Ich hoffe also, dir wirklich genaue Einblicke geben zu können, die du dann letztendlich auch bei deinen eigenen Projekten nutzen kannst oder sogar vielleicht bei einem Kundenprojekt, das du in Zukunft mal gestalten musst. Und dieses erste Video heute, das erklärt erstmal so die grundlegenden Vorteile und Besonderheiten einer Landingpage, ja, um was es inhaltlich auch eher geht und wie die Struktur ist. Und später, also in den nächsten Videos, geht es dann mehr um auch Konzept und Design. Was ist eigentlich das größte Ziel, wenn es darum geht, eben eine Landingpage zu starten? Oder was macht man damit überhaupt? Und übergeordnet geht es darum, einen User, also den Seitenbesucher, derjenige, der auf die Landingpage kommt, zu einer gewünschten Handlung zu führen. Und wie erfolgreich und effizient die Landingpage ist, das wird anschließend dann in einer Conversion Rate gemessen. Und das bedeutet ganz einfach, wie viele von diesen Seitenbesuchern in Kunden umgewandelt wurden. Und wenn wir zum Beispiel jetzt eine Website haben, wo 100 Seitenbesucher draufkommen, dann hast du zum Beispiel eine Conversion Rate von 10% am Ende. Dann bedeutet das, dass 10 Leute von diesen 100 eben deine gewünschte Handlung oder eine Aktion ausgelöst haben, zum Beispiel ein Produkt gekauft. Und wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, also für welche Aktionen werden denn häufig irgendwie Landing Pages erstellt? Da gibt es zum Beispiel eben natürlich Marketingkampagnen oder Aktionsangebote. Also wenn jetzt irgendwie ein Online-Shop zum Beispiel ein bestimmtes Produkt ein bisschen reduziert hat, erstellt er dafür irgendwie nochmal eine eigene Seite. Für Produktankündigungen allgemein, wenn jetzt, du kennst das vielleicht von Apple, immer wenn die neue Produkte rausbringen, erstellen die eine eigene Seite dafür, wo sie eben diese ganzen Features und auch alle technischen Daten und auch Bilder und allgemein einfach dieses Produkt nochmal veranschaulichen, um es dem User, dem Seitenbesucher einfach näher zu bringen und um ihn dann letztendlich weiter unten auch als Kunde umzuwandeln. Auch im E-Mail-Marketing wird es häufig verwendet, ja, oder für Online-Kurse. Es gibt zum Beispiel einen Autor, der ein Buch geschrieben hat und der das gerne eben verkaufen würde und deswegen erstellt er dafür zum Beispiel eine Landingpage, wo er dann den Seitenbesuchern sagt, hey, wenn du kannst die ersten 20 Seiten des Buches kostenlos lesen, wenn du dich hier mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Und was dann passiert, ist eben ein Austausch. Der Seitenbesucher kommt ein Teil von dem Buch, kann den schon mal vorab lesen. Im Gegenzug gibt er seine E-Mail-Adresse. Und was dann der Autor damit machen kann, ist, in den nächsten Wochen eben diesen Seitenbesucher wieder zu schreiben und sich nochmal zu bedanken, dass er eben sich für das Buch interessiert. Ja, man kann ihn sozusagen langsam und mit Vertrauen ranführen, auch das Buch zu kaufen. Also er gibt ihm dann womöglich nochmal ein bisschen Wert, indem er ihm noch mehr Text oder noch mehr Inhalte liefert, die eben diesen potenziellen Kunden weiterbringen. Und was dann irgendwann passiert, ist eben, dass der Seitenbesucher, der eben auf der Seite von dem Autor wegen dem Buch da war, eben immer mehr in den Kunde umgewandelt werden könnte. Und in meinem Fall zum Beispiel möchte ich mehr Podcast-Zuhörer eben für meinen Podcast generieren und deshalb erstelle ich auch explizit dafür eine Landingpage und genau
dieses praktische Beispiel nutze ich eben auch in den nächsten Videoteilen von dieser Landingpage-Serie, um dir so ein bisschen zu zeigen, eben, wie ich das Ganze aufgebaut habe. So, was ist eigentlich inhaltlich auf einer Landingpage wichtig? Hier kann man sagen, dass es insgesamt natürlich darum geht, den Seitenbesucher nicht von dieser gewünschten Handlung abzulenken. Das heißt, oberste Priorität hat, dass er letztendlich auch diese Aktion ausführt, für die man die Landingpage erstellt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man nicht auch noch andere Elemente mit in die Landingpage packt, die ihn womöglich davon ablenken. Um also bei dem Beispiel jetzt von dem Buchautor zu bleiben, es wäre dann nicht sinnvoll, wenn er oben eben sein neues Buch präsentiert, das er eben dem Seitenbesucher verkaufen will und weiter unten nach noch dann irgendwie drei weitere. Ganz wichtig ist eben auch die Zeit. Also wenn, das weißt du vermutlich auch, dass eben viele User, die auf eine Website kommen, die schnell nur von oben nach unten durchscrollen und nur so ein paar Informationen erhaschen und gar nicht alle Informationen genau durchlesen. Und durchschnittlich hast du weniger als 10 Sekunden sogar Zeit, um die Aufmerksamkeit auch von dem User zu erlangen und um dann damit arbeiten zu können. Ja? Deshalb musst du dir auch gut überlegen, was du als erstes sagen willst und wie du das auch dann in deine Texte oder in bildlich, visuell darstellst. Und deshalb ist auch gut, wenn du mit großen Überschriften arbeitest oder auch in Fließtexten immer wieder mal nicht nur jetzt regular verwendest, zum Beispiel auch mit fett hervorgehobenen Texten immer wieder mal was in den Vordergrund bringst, was natürlich dann so zuerst ins Auge fällt und auch zuerst gelesen wird. Und du solltest dich auf jeden Fall an die folgenden vier, sage ich jetzt mal, Grundregeln halten. Erstens, du musst Informationen liefern, die dem Besucher helfen, eine Entscheidung zu treffen, ganz klar. Und Probleme und Schwierigkeiten müssen auch direkt angesprochen werden. Ja? Also liefere genau die Hinweise, die jemand braucht, um zu handeln und um loszulegen. Und was du auf keinen Fall dann dabei machen darfst, ist jemandem dann die Lösung liefern, weil die willst du ja später verkaufen oder dafür soll er eine bestimmte Sache tun. Und versuch, die wirklichen Vorteile des Produkts oder auch des Service, je nachdem, was du eben mit der Landingpage verkaufen möchtest, versuch, das auch nicht zu marketinglastig zu präsentieren. Also es ist so, dass gerade auf einer Website viele doch es mehr mögen, wenn da ein bisschen Persönlichkeit durchscheint und man nicht hier einfach nur so die Facts untereinander liest und irgendwie das Gefühl hat, man wird abgezockt eher, sondern es ist immer gut, wenn man dann auch ein bisschen mit Bildern arbeitet, die Personen zeigen oder auch mit Rezensionen oder auch mit persönlicheren Texten. Aber dazu erzähle ich auch später nochmal mehr. Lass uns jetzt am besten einfach erstmal in den Aufbau reinschauen, ja, wie so eine Landingpage strukturiert ist. Und dafür habe ich was einfach schon mal in Sketch angelegt, damit wir so grob ein bisschen schauen können, ja, wie, in welcher Reihenfolge dann die Sachen priorisiert werden. Der Einstieg in die Landingpage, den nennt man auch Hero Section, also das ist der obere Bereich, das, was der User als erstes sieht. Und dieser Einstieg sollte sich immer im Viewport des Besuchers abspielen. Und deshalb musst du davor auch schon rausfinden, welches Endgerät primär eine Rolle spielt, ja, und auf welches du optimieren musst. Nehmen wir also an, du hast auch ein Produkt, das du auf der Landingpage präsentieren möchtest und das jemand kaufen soll. Und dann hast du jetzt zum Beispiel, wie in meinem Fall, das eine Desktop-Variante geplant und hast die auch im Layout schon vorbereitet und gestaltet. Letztendlich stellt sich aber heraus, dass wenn das Layout fertig ist und die Seite online geht, dass das Produkt am meisten auf Social-Media-Kanälen beworben wird. Was kann dadurch passieren? Wir wissen alle, dass eben am meisten die User eben auf ihrem Smartphone unterwegs sind, wenn sie gerade durch, keine Ahnung, Facebook scrollen und wenn sie dann eine Anzeige sehen und da drauf tippen.
dann sehen Sie natürlich die Website auf Ihrem Smartphone. Und das ist vom Viewport, von der Größe her, etwas ganz anderes, wie jetzt zum Beispiel ein Laptop oder eben eine Desktop-Größe. Und deshalb musst du auch schauen, dass die Informationen, die du weißt oder die du auf jeden Fall willst, die der User als erstes lesen soll. Weil vorhin habe ich dir auch gesagt, dass du immer so unter 10 Sekunden zum Teil nur hast, bis jemand schon wieder abspringt. Und deshalb ist es wichtig, dass du eben diese im Voraus weißt. Ich kann sicher gehen, dass auf beiden Layout-Varianten, sowohl auf dem Smartphone auch auf dem Desktop, eben diese Informationen, die man sofort sagen will, dass die auch sichtbar sind. Das Erste, was ein Besucher sieht und überhaupt liest, muss die Überschrift sein. Das ist jetzt hier das Dunkle, was ich hier gerade in diesem Aufbau so grob dargestellt habe. Und das sollte, also die Headline, die sollte auch den Zweck der Landingpage beschreiben. Und somit gehört sie auch zu einem der wichtigsten Elemente auf der Seite und muss deshalb auch exzellent formuliert werden. Wenn du also kannst, hol dir gerne Hilfe von irgendwie einem Texter und lass das professionell auch dir nochmal formulieren, weil oft ist das wirklich, sind genau diese Überschriften die wichtigsten, dass jemand überhaupt auch in Blöcke sich reinlesen möchte oder weiter nach unten scrollt. Und deine Landingpage-Überschrift spricht am besten direkt auch die Problematik an und auch die Beschwerden, die eben jemand hat, damit man sich auch schnell damit identifizieren kann. Und ein guter Trick ist auch, zum Beispiel mit Fragen zu starten, ja, um ein bestimmtes Problem hervorzuheben, das anschließend dann auch mit einem Produkt oder Service gelöst werden kann. Und zugehörig zur Überschrift ist jetzt hier im Beispiel darunter, ist dann anschließend eben die Subline, und das ist die Unterüberschrift, und die dient aber eher dann dazu, eben zu begleiten, und das sollte so ein bisschen die Neugierde auf die Landingpage wecken. Als Beispiel jetzt haben wir einfach mal eine Headline, zum Beispiel ja, die Conversion Rate deiner Landingpage in nur 2 Tagen verdoppeln. Und als Subline hätten wir: In diesem kostenlosen Online-Kurs zeige ich dir, wie du schnell mehr Seitenbesucher in Kunden umwandelst. Das wäre jetzt zum Beispiel eine mögliche Headline und Unterüberschrift. Zudem siehst du hier ganz prominent natürlich rechts daneben, also wenn du schon mal auf einer Landingpage warst, dann weißt du, dass eben da auch viel mit Bildern und mit visuellen Inhalten gespielt wird, nicht nur mit Texten. Und in diesem Beispiel hier habe ich ein Video integriert. Und gerade in diesem oberen Bereich der Landingpage muss sich der überzeugende Teil abspielen, ja, weil das auch das ist, was jemand zuerst sieht, der auf die Seite kommt. Und deshalb verwenden viele für den Einstieg auch ein einleitendes Erklärungsvideo. Und Leute sind einfach weitaus offener dafür, einen Play-Button zu drücken, in dem Fall, ja, als irgendwie einen längeren Text zu lesen. Und wenn du also die Zeit und das Geld zur Verfügung hast, dann solltest du definitiv ein passendes Landingpage-Video drehen oder drehen lassen, um prominent bei der Überschrift auch direkt darauf aufmerksam zu machen und eben dadurch auch dem Seitenbesucher ein bisschen Arbeit abzunehmen. Ja? Weil du kannst grundlegend im Hinterkopf behalten, dass überall auf der ganzen Seite wollen wir es dem Seitenbesucher so einfach wie möglich machen. Also er soll nicht lange nach Informationen suchen müssen, sondern wir müssen alles schön sichtbar mit genügend Luft und mit genügend Freiraum auch zwischen den Bereichen aufbauen. Und ein Video anzuschauen, das Probleme beschreibt und alle nötigen Informationen liefert, ist für einen Seitenbesucher eben weitaus stressfreier als zum Beispiel einen Text zu lesen. Aber selbst wenn du jetzt ein Video wie in dem Fall eingebunden hast, dann solltest du trotzdem danach nochmal die gleiche Geschichte, die in dem Video vorkommt, nochmal in Textform erzählen. Nicht nur, damit die Seite auch für Suchmaschinen besser gescannt werden kann. Ja? Du weißt, dass Text natürlich für besser ist, um von Suchmaschinen überhaupt auch gelistet zu werden, damit sie überhaupt wissen, um was es auch auf dieser Seite geht. Aber nicht nur deswegen, sondern weil eben manche zum Beispiel auch unterwegs sind, ja, nach der Arbeit mit ihrem Smartphone,
auf die Landingpage kommen. Sie können das Video gerade in der U-Bahn nicht abspielen, aus welchen Gründen auch immer, weil es zu laut für die Nachbarn ist. Und deshalb lesen Sie sich Informationen eher durch. Das heißt, du gehst auf zwei Wegen eher vor und bindest jetzt nicht nur Headline, Unterüberschrift und Video ein, sondern die Inhalte, die in dem Video sind, listest du auch darunter nochmal als Features und als eben als überzeugende Argumente auf. Und natürlich gibt es auch hier in diesem oberen Bereich schon diesen ersten Call-to-Action-Button. Also wirklich schon am Anfang versuchen, den Seitenbesucher in einen Kunden umzuwandeln. So, gehen wir dann in den nächsten Bereich. Das wären jetzt in diesem Fall die Partner. Und zwar siehst du auch ab und zu eben bei den Webseiten, dass so Firmenlogos eingebunden wurden. Und oft braucht es dafür auch nicht sonderlich irgendwie noch eine große Beschreibung, weil was dadurch erreicht wird, ist, man baut ein Stück weit Vertrauen zu dem Besucher auf. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist auf der Landingpage. Weil nur wenn der Besucher genügend Vertrauen aufbaut, führt er auch eine gewünschte Handlung aus. Vertrauen kann gut über Menschlichkeit übertragen werden und das geht visuell wiederum auch gut mit Bildern. Also was vielleicht hier oben in dem Video schon ein bisschen rübergebracht wurde mit irgendwie auch Gesichtern, die man gesehen hat oder einer guten Story, ist eben auch mit Firmenlogos oder Kundenrezensionen möglich. Und zwar, wenn du hier ein Partnerlogo anzeigst, dann zeigst du eben auch, dass dieser Service oder das Produkt auch schon von anderen genutzt wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Seite kommst, wo du ein Apple-Logo siehst, dann denkst du dir, puh, das ist eine Firma, die ist groß, die kenne ich, zu der habe ich auch schon Vertrauen aufgebaut, weil ich zum Beispiel ihre Produkte benutze, wie man sieht, dann kann es sein, dass du eben schneller dazu tendierst, ein Produkt oder Service zu nutzen, weil du dir denkst, hey, diese Firma nutzt das auch, die kenne ich gut, zu denen habe ich Vertrauen und wenn die das nutzen, dann muss es auch gut für mich sein. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum man nicht unbedingt immer Beschreibungen noch darunter anzeigen muss. So, als nächstes wäre dann das Produkt oder auch den Service eben genauer zu erklären. Und wie bei so vielen auf einer Website kommt es auch hier darauf an, so ein bisschen eine Geschichte zu erzählen. Ja, du musst irgendwie versuchen, den Besucher in eine bestimmte Situation auch hineinzuversetzen. Und dafür kannst du beispielsweise auch mit so Sätzen wie stell dir vor oder solchen geschichtlichen Anfängen, sage ich mal, eben Inhalten arbeiten. Und überzeug ihn einfach auf jeden Fall, warum das Produkt oder eben die Lösung, die du auf der Landingpage präsentierst, warum das die beste ist und warum die besser auch als andere ist und warum der Seitenbesucher die unbedingt braucht. Was ich als nächstes eingebunden habe, ist wieder ein Call-to-Action-Button. Und zwar, um einfach auch wieder so ein bisschen in den Kopf des Seitenbesuchers zu bringen, hey, es geht hier auch darum, eine bestimmte Aktion auszuführen und dass er nicht da extra wieder für hochscrollen muss und das zu klicken, versuche ich das auch immer wieder auf der Seite einzubinden. Und in dem Fall hier sind das jetzt hier nur zwei Bereiche, die ich hier beschreibe, aber natürlich kann das in einem realen Beispiel, wie du auch in den nächsten Videos erkennst, noch viel länger sein. Und deswegen ist es wichtig, eben immer wieder mit diesen Button zu arbeiten. So, also Handlungsaufforderung, die dann auch womöglich zu einer Preistabelle scrollt. So, und dann sind natürlich auch, wenn es gerade um Vertrauen geht, diese Kundenmeinungen sehr wichtig. Ja, also du hast zum Beispiel eine Kundenstimme von einem Seitenbesucher, der das Produkt schon gekauft hat. Und was passiert dann? Auch hier spielt eben die Menschlichkeit eine Hauptrolle und eine Kundenmeinung kommt eben gleich doppelt so stark rüber, wenn zusätzlich zum Text auch ein Bild platziert wird.
Und wenn du hast, ja, und wenn das irgendwie möglich ist oder du auch die Erlaubnis bekommst, dann versuch auf jeden Fall irgendwie auch jemanden visuell zu zeigen und nicht nur einen Text. Aber definitiv ist auf jeder Landingpage eben entweder dieses gerade des Firmenlogos, also von anderen Unternehmen, die das schon nutzen, oder eben Leute, die das Produkt gekauft haben und die dann auch zufrieden damit sind und eben das in ein paar Zeilen schreiben und das du dann auf der Landingpage auch verwenden kannst. So, als nächstes kommt die Beschreibung, das Problem und warum du eine Lösung dafür geformt hast. Und das dient auch wieder gerade zu diesem Bonus Vertrauen aufbauen, ja, weil du Persönlichkeit durchscheinen lassen willst. Und deswegen solltest du eben zusätzlich auch zu den Kundenmeinungen versuchen, auch da ein bisschen was vielleicht nochmal über dich zu erzählen oder einfach so ein bisschen die Story dahinter oder auch warum du das Ganze gestartet hast. Und auch hier wieder danach wieder die Aufmerksamkeit wirklich auf einen Call-to-Action-Button, weil was willst du erreichen? Ja, du willst sofort jederzeit deutlich machen, ja, dass es hier ein Produkt zu kaufen gibt oder irgendwie ein Service oder irgendwas, was man testen kann oder irgendwas, was eben beworben wird. Und genau deshalb bindet man auch nicht nur ein Button ganz am Schluss ein. Das wäre auf jeden Fall fatal, ja, weil deswegen kommt eben auch hier in dem Beispiel jedes Mal eine Handlungsaufforderung nach jedem Abschnitt. Und letztendlich weißt du auch nie, zu welchem Zeitpunkt eben der Seitenbesucher sich irgendwas liest oder irgendwas sieht, das ihn überzeugt und wo es bei ihm dann Klick macht. Und dann willst du ihm irgendwie nicht, willst du nicht, dass er lange braucht, um einen Button zu finden, wo er eben dann dieses Produkt zum Beispiel kaufen kann. Und deshalb bindet man es auch immer wieder ein. So, anschließend habe ich hier auch noch, das ist optional, also es könnte sein, dass eben häufig gestellte Fragen, auch gerade wenn es um ein Produkt geht, hast du natürlich einen Bereich, wo so allgemeine Fragen beantwortet werden. Dadurch sparst du dir zum einen auch Zeit, weil es kommt natürlich vor, dass Seitenbesucher noch offene Fragen haben, auch nachdem sie sich die Landingpage durchgelesen haben. Und deswegen schreiben sie dir womöglich eine E-Mail mit einer Frage. Und das ist bei zwei, drei Leuten vielleicht noch okay, aber sobald du 100, 200 Anfragen bekommst, die du beantworten musst, ist es sinnvoll, einfach das auch zeitsparend direkt als Q&A oder als FAQ einfach so unten, weiter unten einfach zu platzieren, damit alle Fragen des Besuchers auch beantwortet werden. Wie gesagt, das muss nicht sein, dient manchmal aber auch so ein bisschen den Suchmaschinenoptimierungszwecken, weil dann auch wieder Wörter darin enthalten sind, die Fragen beantworten, die natürlich jetzt auch gut für die Landingpage sein können. Optional hat es auch noch eine Preistabelle. Und hier musst du schnell, also das wäre jetzt zum Beispiel was, also man klickt je nachdem wo, nehmen wir an, das wäre jetzt eben eine Landingpage für ein Produkt. Du klickst hier und wirst dann zu der Preistabelle hingeführt. Und hier kannst du dich dann für ein Paket entscheiden. Und das muss auf jeden Fall übersichtlich und schnell passieren. Und da kennst du es ja auch, ja, vermutlich hast du es auch schon mal gesehen, es gibt eben Preistabellen meistens in dieser Dreierbox-Kategorie. Eins, das günstiger ist, ein mittleres und ein teureres. So, anschließend habe ich dann wieder weitere Kundenmeinungen nochmal jetzt in diesem Beispiel noch eingefügt, um auch hier nochmal weiter unten den Seitenbesucher wirklich von anderen Meinungen auch zu überzeugen, die das schon womöglich irgendwie getestet haben. So, das ist jetzt hier erstmal der grundlegende Aufbau, an den ich mich auch so gehalten habe oder den ich auch am meisten eben im Internet sehe oder der auch am meisten Sinn ergibt. Nachdem die Landingpage online ist, spielt auf jeden Fall die Analyse auch eine wichtige Rolle. Das heißt, du musst auch jede Woche oder je nachdem, für welchen Zeitraum du auch diese Landingpage geplant hast, ja, immer wieder auch die Seite auswerten und gucken, wie verhalten sich Besucher, die auf die Seite kommen. Scrollen sie bis ganz unten, welcher Button wird wo getätigt
Und dann kannst du vielleicht auch als Designer besser erkennen, hey, machen wir hier nochmal eine kleine, aber wichtige Änderung. Ja, sortieren wir vielleicht in den Blöcken nochmal was um. Zum Teil macht es auch schon einen Mega-Unterschied, wenn du einen Button von grün in rot änderst. Ja, das hat es alles schon gegeben. Und das ist sozusagen was, was du auch im Nachhinein noch ausprobieren musst. Und wo es auch wichtig ist, dass du da eben ja wirklich diese Seite, dass die so aufgebaut wird, dass sie auch gut analysierbar ist. Um durchzustarten, kommt es jetzt erstmal auf die richtige Planung und auch auf das richtige Konzept an. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, plane ich hier eine Landingpage für meinen Webdesign-Podcast. Und falls du, ja, wenn du möchtest, kannst du mich gerne bei diesem Designprozess begleiten. Ich gehe im nächsten Video ein bisschen mehr darauf ein, wie eben ja, ich die Ziele definiere für die Landingpage und auch, wie ich die Zielgruppe aufschreibe, wo sich die Zielgruppe befindet, wie die sich verhalten. Und ja, dann geht es immer weiter auch in dieses Konzept rein, das ich eben erstelle, um letztendlich auch genau das richtige Layout designen zu können.